So, da bin ich schon wieder. Cookie Krümmel. Hallo. Ja, hallo. Hast du was mit dem AKW Krümmel zu tun, oder? nee, überhaupt nicht. Weshalb? Das kenne ich gar nicht. Gut, dann ist es egal. Nein, einfach von Cookie Krümmel. Ich musste einfach zwei Namen angeben. Aber der Krümel wird ja mit einem M geschrieben. Ja, das ist auch mit zwei hat es den schon. Ach so, okay. Naja. Ja. Ja, heute Schweizer Invasion oder wie? Sieht so aus, ja. Alle erst recht spät jetzt, aber sie kommen. Was bin ich jetzt, der Dritte, der Vierte? Nee. Der Dritte, glaube ich. Der Dritte. Mhm. Naja, ich hoffe, ich erzähle nicht so einen Schmarrn wie derjenige zuvor. Ne? Fandst du das Schmarrn? Wieso Schmarrn? Naja, was er gesagt hat, war schon sehr viel falsch oder, naja, bedenklich. Meinen Sie jetzt den letzten Schweizer oder der gerade eben war? Nee, der letzte Schweizer. Der Fuchs ist noch im Chat, glaube ich. Der wird sich bedanken, was du da gerade erzählst. Ja, das ist mir Wurst. Nee, also ich meine zum Beispiel, also ich glaube, das, was du gefragt hast von der Affäre, ja, bitte Fuchs, das, was du gefragt hast von der Affäre bezüglich Hildebrand, naja, ist schon nicht so, nicht ohne. Also wenn der Chef der Schweizer Nationalbank eine halbe Million in Dollar kauft oder seine Frau oder nicht, naja, bedenkenswert. Ja, klar. Aber ja, er scheint ja sehr politisch engagiert zu sein. Spürt man heraus. Ja, was ich dich eigentlich fragen wollte ist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es ein bisschen verpennt wegen Jürgen Domian. Wann oder wie das stattfindet? Ist noch nicht raus. Ich habe ihm heute nochmal auf die Mailbox gesprochen. Ich habe seine Handynummer ja bekommen von ihm. Aber irgendwie ruft er nicht zurück. Das ist momentan ein bisschen schwierig. Ja, ich habe eigentlich jetzt, seit du das mal erwähnt hast, alle seine Folgen nachgeguckt. Es wäre jetzt bereit. Jetzt kannst du ihn interviewen. Also erstmal kommt Ranga Yogeshwar dran. Das Interview, schon. Das ist am 30. Januar das Interview in Berlin. Ah, schon jetzt? Ah, ich dachte, es sei umgekehrt. Der kommt in der übernächsten Folge, ist er quasi Gast. Okay. Ja, cool. Und ich hoffe dann Jürgen Domian. Ich hab ihn heute auf die Mailbox gebracht, habe gesagt, Mitte Februar Interview wäre klasse. Dann könnte man es in der Folge danach ihn machen, sozusagen. Ich hoffe, schaust du Jürgen Domian jeweils? Ja, heute ging es natürlich gerade nicht, aber sonst schon, naja. Wo läuft das bei euch? Im WDR? Im WDR, genau. Und ja, auf 1 Festival, glaube ich, oder 1 irgendein Digitalsender von der ARD noch. Ja, solches Zeugs empfangen wir hier halt gar nicht. Ach so, nee, klar, stimmt. Aber WDR vielleicht? Über Satellit oder so? Keine Ahnung. Nur den Schrott kriegen wir von euch. Oder im Radio eben, 1 live, genau. Ja, das kriegen wir auch nicht. Kriegt ihr auch nicht. Mann. Ja, gibt es denn im Schweizer Fernsehen auch so eine Art von Nacht-Talker? Gibt es sowas bei euch? Ich bin mir gar nicht sicher, ich denke nicht. Bei uns ist das Nachtfernsehen von Sex-Hotlines und vor allem Astro-TV stark dominiert. Ah ja, das ist eine seriöse Alternative. Ja, total. Ja, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen schlimmer als bei euch. Also bei uns, wir haben irgendwie zu viele Esoteriker, weißt du, guck mal was. Ist ganz schlimm. Meine Güte. Naja, soll es alles geben. So. Jetzt ist der Schweizer Krieg ausgebrochen hier, hä? Ich merke das schon. Und so in Zürich oder in Bern oder auf dem Land oder wo? Ja, Zürich. Zürich. Zürich umgeben. Schöne Stadt, oder? Ja, ich finde schon. Ich höre mal also, von vielen, die da waren, die sagen, das ist eine schöne Stadt. Du warst schon mal da oder noch nicht? Nee, ich nicht. Nee. Ich höre es immer nur von Leuten, die da waren.
Ich bin, nur in Zürich auf dem Flughafen mal umgestiegen, aber ich kenne leider Zürich sonst nicht. Na gut, na gut. Aber du warst noch nie in der Schweiz? Nee, also eigentlich immer nur durchgefahren oder drüber geflogen oder umgestiegen, aber nicht so richtig aktiv in der Schweiz gewesen, ne? Ja, dann wird es aber mal Zeit. Ja, ne? Hast recht. Kannst gleich. Organisiert mal ein Fantreffen in der Schweiz. Ja, wollte ich gerade sagen. Kannst gleich verbinden. Einer wollte es auch schon mal machen. Der hat mich ja letztendlich. Der hat mich ja sitzen lassen, der Arsch. Ah, ich dachte, der wäre irgendwie so ein bisschen kurioser Typ oder was war das? Ja, war auch. Oh je. Naja. Ja, der Vincent Raven. Oh mein Gott. Ach, der ist ja auch Schweizer, stimmt. Ja, sag nichts. Vincent Raven. Der Pint ist, der haben sie gefunden. Ne? Ja, ich sag ja, da Vincent Raven und die ganzen Esoteriker mit ihrem Astro TV kommt irgendwie gut an. Kann ich auch nicht so verstehen. Tja. Ja. Oh. Jetzt haben wir eine peinliche Pause. Ah, oh, das ist jetzt die peinliche Pause. Genau. Okay. Und für wen soll das jetzt peinlich sein? Für dich oder für mich? Weiß ich nicht. Für die Zuschauer. Fremdschämen. Ja, schämt euch fremd. Aber es ist nämlich schon, wie viel sind in so Schweiz? Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele, aber ich glaube, es sind eigentlich nicht so viele, sondern einfach treue Anrufer oder wie auch immer. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist eigentlich bei jedem Live-Talk irgendwie 2, 3, oder das kommt mir das nur so vor. Nee, das ist so. Lustig, hast du da keine Statistik von der Webseite oder so? Nee, habe ich nicht, nee. Keine seriöse, nee. Kann ich dir nicht sagen. Schau, das wäre lustig gewesen. Vor allem ist bei euch ja, dass dieses Astro-Fernsehen ist ja auch so teuer von den Telefongebühren her, ne? Irgendwie. Bei uns Astro-TV? Ja, so diese Call-In-Geschichten. 10 Franken. Wie viel? Ja. 10 Franken oder mehr. Was, 10 Franken? Pro Minute oder was? Ja, ja. Ach, hör auf. Ja, sicher. Also ich glaube, so bei 7, 8 fängt es an und dann 15 drauf. Also ich glaube so, ich weiß nicht, ob du den Super-Esoteriker Mike Shiva kennst. Doch, das weiß ich. Ja, ich weiß, wer das ist. Ja, ja, eben. Dem gehört halt der ganze Saftladen. Und dann rufen da so viele an, wenn das so teuer ist. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, doch. Ja, zuerst war der halt mit dem schönen Kopftüchlein und den geschminkten Lippen und dann irgendwann hat er einen Indianer daneben stehen. Ja, und jetzt hat er eine ganze Armee von komischen Kauzen, die dort Astro TV machen. Naja, aber ist schon krass. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wieso man da immer anrufen muss. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir Schweizer sind ja alle reich. Schön, yes. Ja, genau. Ja, gut. Was ist? Ja. Wie lange noch? 3:15. Jetzt noch durch? Ein bisschen noch, ja. Ein bisschen. Na dann wünsche ich dir noch viele peinliche Momente. Ja, danke. Und dann halt später gut Nacht. Na. Ja, tschüss. So, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Sebastian Schumann. Ja, moin. Guten Tag. Ja. Ich rufe mich auf. Ja, bitte. Was wolltest du? Ja, ich wollte mich auf diesem Wege erstmal bedanken bei dir, denn. Ja. Denn dank der Gewinnspielverlosung des Adventskalenders oder wie man das jetzt immer bezeichnen will, habe ich ja den Glauben wiederbekommen, dass
neue Spiele, PC-Spiele, wie auch immer, doch noch qualitativ gut sein können oder zumindest unterhaltsam, sagen wir mal so. Hast du was gewonnen? Ja, genau, Serious Sam 3. Ah ja, okay. Und nachdem ich einige Zeit vorher erst durch Duke Nukem Forever und danach durch Postal 3 Herbst enttäuscht wurde, habe ich mir da mal gedacht, na gut, aber da muss ich sagen, doch, sehr gutes Spiel und ja, auf jeden Fall, also nochmal vielen Dank, dass ich da gezogen wurde oder wie auch immer. Ja, gerne. Danke fürs Mitmachen. Ja, gerne, gerne. Gott, bei, da man ja nichts bezahlen muss und da hat ja auch abzugfrei etc. ist, warum nicht? Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt bei einem Gewinnspiel was gewonnen habe. Zumal Serious Sam 3 zu den Gewinnen gehörten, wo es die höchste Teilnehmerzahl mitgab. Im Ernst? Ja, die Spiele waren sehr begehrt. Also Saints Row 3 und Serious Sam 3. Also da haben wir, glaube ich, 2000 oder so jeweils E-Mails bekommen. Okay. Also hast du schon Glück gehabt, dass du da auch gewonnen hast, siehst du. Ja, krass, also hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass die Teilnehmerzahl so hoch ist. Wie war eigentlich, war das eigentlich das Ausnahmekriterium wahllos, welche richtige Antwort da gezogen wurde, oder wurde jetzt dann auch nach kreativer Betreffzeile oder sonstigem ausgesucht? Nee, es wurde eine Gewinnspielfrage gestellt. Ja, ja, aber von den Lösungen her waren ja mehrere. Nee, Spiele. Da wurde dann blind reingeklickt, da wurde nicht geschaut, nein, nein. Ah, okay. Nein, nein. Das wäre ja unfair. Ja. Ja. Warst du denn besonders kreativ, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ja an mehreren teilgenommen und ich fand halt einfach den normalen Betreff Gewinnspiel vom Bla zu nehmen oder so etwas öde oder beziehungsweise ich bin allgemein der Meinung, dass Betreffzahlen maßlos überbewertet werden. Da sich ja meistens. Ich meine, man liest ja keine Betreffzeile und entscheidet sich dann, okay, ich lese jetzt eine Nachricht oder nicht, oder einen Brief oder wie auch immer. Und von daher, ja, sind die Dinge meiner Meinung nach ziemlich überwert. Ob ich jetzt kreativer, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Betreffzeile war gewesen, I'm ready for some serious carnage oder eben so, oder so, halt ein serious Selbstspruch gewesen. Von daher, ob man das jetzt kreativ bezeichnen mag, zweifle ich mir einfach. Ja, was sagst du eigentlich zum Ergebnis des heutigen Fußballabends? Oder bist du da überhaupt interessiert? Ich habe davon nichts mitbekommen. Gar nichts? Du hast nicht mitbekommen, dass Mönchengladbach 3-1 gewonnen hat gegen Bayern? Nee, aber das finde ich ja sehr erfreulich. Aber bist du auch sonst so prinzipiell nicht Fußball interessiert? Also mehr so bei Länderspielen. Also hast du jetzt Bundesliga-technisch irgendwie... Ja, ich nehme es wahr und ich gucke mal jeden Wochenende, wie die St. Pauli und HSV so gespielt haben und so. Aber ich bin da jetzt nicht so ein heißblütiger Fan. Okay. Was ich mal fragen wollte, ich hatte jetzt nebenbei mal mitbekommen, so ein bisschen, dass du ja wohl auch das Dschungelcamp so ein bisschen verfolgst. Ist das jetzt aus rein arbeitstechnischer Sicht halt für Fernsehkritik TV oder... Nö, das ist nur einfach Spaß an der Freude. Weil das einfach so bescheuert ist, dass das schon wieder Spaß macht. Ernst? Ja, ich find das eine unterhaltsame Sendung. Das ist bei RTL mit die niveauvollste Sendung, finde ich. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht schwierig. Also. Ja, eben. aber nee, weil immer gesagt wird, Dschungelcamp, das ist das Beispiel für schlechtes Fernsehen, für Trash. Also da hat RTL nur die schlimmere Sendung als das Dschungelcamp. Ja gut, das stimmt. Gut, beim Dschungelcamp weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt, sag ich mal. Ja, vor allem, sie sagen ja ganz offen, das sind ja alles gescheiterte Leute und die machen jetzt hier mit. Finde ich großartig. Ja gut, ich denke, die Leute, die sich da halt drauf einlassen, wissen halt auch, dass sich da über sie lustig gemacht wird von den Moderatoren naja. Etc., was ja jetzt nicht bei den anderen Sendungen nicht unbedingt immer der Fall ist oder eigentlich erst. Vor allem ist die Sendung ja auch wirklich aufwendig gemacht, muss man ja schon mal sagen, ne? Also ja, bei all dem Billigfernsehen, was RTL da so bringt, ist das ja rein von der Kulisse her schon wieder mal eine große Sendung, die da mal läuft, ne? Ja, wundert mich auch, muss ich sagen. Also ich meine, das muss ja schon doch einen großen Batzen Geld gekostet haben, da diese ganze Anlage im Dschungel herzurichten und alles. Und ja, die Bezahlung der mitwirkenden Personen, der Darsteller, wie jetzt auch immer, und
Naja, die Sendung wird ja weltweit produziert. Also wenn die Deutschen raus sind, kommen wahrscheinlich die Franzosen rein, denn die Engländer. Da ist ja im ganzen Jahr, wenn die diese Sendung da produziert, in dieser Anlage da. Ach, das ist alles dieselbe Anlage? Ja, sicher. Ja, Gott, ich hab mir jetzt bisher vielleicht ganz am Anfang wieder angefangen, weil ich mal 2, 3 Folgen angeguckt, jetzt diesmal, letzte Woche, glaube ich, irgendwann mal eine halbe Stunde reingeguckt, fand das aber wirklich öde, muss ich sagen. Also, Leuten dabei rumzugucken, wie sie im Dschungel rumsitzen, irgendwie, mein einziges Interessante ist ja dann, wenn sie halt irgendeine Scheiße machen müssen. Ja, natürlich, ja. Buschschwein, Sperma trinken oder was da war. Das könnte man dann noch als unterhaltsam bezeichnen, besonders wenn dann halt so grandiose Gestalten wie Vincent Raven sind. Genau. Von dem er ja wirklich, ich glaube, nachdem der Next Uri Geller geworden ist, hat man von dem auch gar nichts mehr gehört, oder? Also ich habe nie was mitbekommen von dem. Er tauchte mal irgendwie hier und da mal auf als Gast, aber nichts Besonderes. Doch, im Ernst. Also ich fände den fände ich ja mal als einen wunderschönen Kandidaten für das perfekte Promi-Dinner. Finde ich mal. War er noch nicht dabei? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also, bestimmt war der schon mal dabei. Echt? Hast du eigentlich, fällt mir gerade ein, ist vor einiger Zeit mal gelaufen, ich glaube, da ist auch nur eine einmalige Sendung ausgestrahlt worden, und zwar so eine Kollaboration aus dem perfekten Promi-Dinner und wie hieß das andere noch? Cover My Song. Genau. Wovon er selbst auch nur irgendwie. Ich glaube, 5 Folgen liefen oder was, wo dann so eine Kombination. Das war aber eine interessante Sendung. Im Ernst? Also ich, ja. Ich hab nur diesen Teaser irgendwann mal gesehen, habe mir echt gedacht, so, also 2 Scheißsendungen zu einer Scheißsendung, also das kann ja nur riesige Kacke eigentlich sein. Nee, das war interessant, weil da waren ja immer, hat sich ja immer ein Rapper und ein Schlagerstar haben sich ja getroffen. Ja. Und mussten gegenseitig ihren größten Hit sozusagen in ihr eigenes Format umwandeln. Also der Schlagerstar musste aus dem Rapper-Hit einen Schlager machen. Ja. Und der Rapper aus dem Schlager irgendwie einen Rap. Das hatte irgendwie einen kreativen Input, fand ich. Also ich fand das eine gute Sendung. Ich hätte die auch fast auch gelobt in der Fernsehkritik TV. Ehrlich, doch. Aber es waren nur wenige Folgen. Es war so schnell wieder raus aus dem Programm, deswegen habe ich das gelassen. Aber muss ich sagen, also die war nicht schlecht. Ja gut, war glaube ich nicht. Nee, weil die Ergebnisse, die am Ende auch rauskamen, auch durchaus interessant sie anzuhören waren. Also was sie daraus gemacht haben jeweils. Das war nicht uninteressant, fand ich. Tja. Ja, genau. So ist jetzt bist du baff, wa? Was? Jetzt bist du baff. Also, verwundert mich etwas, muss ich noch ehrlich sagen. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Mhm. Hast mein Bild von dir doch zutiefst und auf immer erschüttert. Erschüttert, ja, genau. Kennst du Durch die Nacht mit auf Arte? Nee, sagt mir jetzt gerade nichts. Da treffen sich immer 2 Persönlichkeiten, prominente Persönlichkeiten, und machen dann eine Nachttour durch irgendeine Großstadt. Also Hamburg oder Berlin oder Paris. Ja. Gab's alles schon. Ist auch eine interessante Sendung. Okay, wann läuft das? Ja, auf Arte, also unregelmäßige Abstände. Es gibt immer meist so nach 23 Uhr manchmal. Es hat keinen festen Sendeplatz, glaube ich. Ja, gut. Aber das sind immer interessante Sendungen, finde ich, wenn 2 unterschiedliche Persönlichkeiten so aufeinandertreffen und irgendwie man dann sie auch einfach so ein bisschen machen lässt. Ja. Und deswegen war dieses Cover My Song auch nicht uninteressant, fand ich. Ja, ich habe da, wie gesagt, also von diesem Cover My Song an sich, da hatte ich eine Folge mal gesehen, wo hier, peinlich, Gewinnerin des Eurovision Song Contest für Deutschland, Lena. Mit Nicole. Frieden. Genau, Nicole. Ja. Die meine ich wert gewesen. Ich mag mich jetzt auch irren und, werde jetzt im Chat gewiss verschrien, weil jemand anders war, aber die meine ich wert gewesen und dann halt noch irgendein, Rapper, Hip-Hop-Star, wie auch immer. Aber ich fand das Ganze jetzt nicht. Also ich konnte dem Zwicks auch gewinnen, aber gut, das denke ich halt auch bei sowas. Auch bei einer guten Sendung mag es ja Geschmackssache immer noch sein, wem es jetzt gefällt oder. Ja, klar, sicher, klar. Nicht. Mhm. Von daher. Wo ist das halt? Ja,
wollte ich mal gerne wissen, würde ich denke, die Frage wird dir gewiss schon millionenmal gestellt worden sein, aber ich habe bisher noch nicht mitbekommen, da das jetzt auch der erste Live-Talk ist, den ich mir ansehe. Was für Musik hörst du eigentlich so? Im Wesentlichen Rock und Pop der 70er. Rod Stewart, Supertramp. Also kannst du der Deep Purple. Modernen Musik gar nichts abgesehen, sag ich mal. Wenig. Ich kenne mich auch in den Charts überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, was derzeit überhaupt angesagt ist, so was Platz 1 in Deutschland ist, songmäßig, keine Ahnung. Ja, gut, aber ich sag mal, auch Chart-fern, sag ich mal jetzt. Also es gibt ja genügend Musikrichtungen oder auch gute Bands, die jetzt weit fern der Chart sind, aber halt in ihrem Genre, wie auch immer, oder das, was sie machen, ist halt gut, sag ich mal. Ja, sicherlich, klar, auf jeden Fall, gibt's bestimmt. Nee, aber da gibt es jetzt nichts, was dir so zusagt, sag ich mal, oder hast du dich da noch nie mit beschäftigt? Also ich finde diese Adele, finde ich, sehr schön. Eine tolle Sängerin, finde ich. Die ist ja so ein bisschen eine von den aktuelleren. Wen? Adele. Ah, ja, okay, ja. Ich hatte akustisch nicht verstanden. Und, was gab's denn da noch? Ja, jetzt finden wir bestimmt. Ich muss mir mal überlegen, es fällt mir gerade nichts ein, ist ja peinlich. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie überhaupt nicht die Musik, keine Musik von heute mag, aber wenn ich so jetzt mal so auf meinen Walkman, auf mein iPhone gucke, was ich da so drauf habe, da sind wirklich also überwiegend Sachen, die sind schon teilweise 30, 40 Jahre alt. Ja. Ja, mein iPhone, ja, jetzt lachen sie sich über den Begriff Walkman. Ja und? Das haben wir früher so gesagt, mein Gott. Als ich Jugendlicher war, hatte ich einen Walkman. Gab es sowas noch. Die Amigos, genau, ja. Ach du Scheiße. Tracker kommen alle in den Himmel. Das ist der größte Song, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich genial. Ja. Direkt hinter, wie heißt er noch? Mit Namen habe ich in früherer Zeit nicht. Der gute Mann, der zu schnell in der Rechtskurve war. Der Politiker der Österreicher. Haider? Genau, der Haider, der Jörg. Genau, der hat doch auch Musik gemacht, ne? Ach so, ja. Hast du auch, glaube ich, auch mal in den. Ja, stimmt. Seine komischen Volksweisen da, ja. Das war wirklich genau. Ein Knaller, ja. Ja. So ist das. So ist das. Hast du denn das Spiel schon durch? Serious Sam? Nee, noch nicht ganz. Also ich bin jetzt storytechnisch und gefühlt ziemlich weit am Ende. Von daher, also lang dürfte es nicht mehr dauern. Ich hatte eigentlich auch noch vorgehabt, jetzt, wie ich eben nach Heim bin, zu Ende zu spielen, aber da ich dann hier beim Live-Talk gelandet bin, wird er wohl nicht, muss ich auf morgen verschieben. Aber wie gesagt, also es ist wirklich nur zu empfehlen, besonders halt wirklich diese ganzen Spiele, die so gehypt wurden, wie gesagt, wie halt Duke Nukem da wirklich ja jahrelang, jahrzehntelang, bis es dann endlich mal kam. Und mein gut, Duke Nukem Forever ist an sich, an und für sich, wenn kein Duke Nukem, wenn das nicht draufstehen, wäre ein passables Spiel, aber das ist halt kein würdiger Nachfolger. Und ja, wie gesagt, Postal 3 ist der letzte Mist. Also da weiß ich nicht, müsste man eigentlich auch den Hersteller verklagen und sein Geld zurückverlangen, weil das ist weder grafisch noch spielerisch noch in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam, wenigstens akzeptabel. Von daher, das ist einfach nur Müll. Postal 3? Postal 3, ja. Postal sagt dir nichts? Ich kenne diesen Film nur, ne? Also der richtig. Und da gibt auch drei Spiele davon. Ach so. Postal 1 und 2 sind auch schon ziemlich alt. Ich will mich da jetzt auf keine Jahre festlegen, da ich da gerade nicht auf dem Schirm habe. Ach, der Film basiert auf dem Spiel. Ach so, alles klar, okay. Ja, und, genau, das ist einer von diesen Uwe Boll. Die habe ich ja, da kommt demnächst ja ein Gast hier vorbei, der stellt den Film für Kartoffelkino vor. Postal. Echt? Ja. Ich meine, der Film ist ja noch amüsant, muss man ja sagen. Mhm,
Ich muss ihn mir also noch angucken demnächst. Ich habe ihn hier schon liegen. Hast du den noch nicht gesehen? Nee, bisher nicht. Ich nicht? Nee. Ich hatte bisher Besseres zu tun. Aber ich muss es wohl irgendwann tun, ja. Ja, doch, also ich meine, es ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe noch nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich erinnere mich nur noch an die schöne Szene mit dem Katzenschalldämpfer. Das wird mir, glaube ich, auch immer in Erinnerung bleiben. So amüsant ist der Film schon. Ich meine, das ist riesiger Trash, aber für ein paar Lacher ist er auf jeden Fall gut. Na, ich bin gespannt. Ja, Mensch, Sebastian. Ja, Holger. Dann danke ich dir mal, ja, dass du angerufen hast. Noch einen schönen Morgen. Ebenfalls. Alles klar, dann mach gut. Du auch, ciao. Ciao. So. Mal wieder im Chat hier. Musik von heute ist ja auch scheiße, ja, siehst du? Genau. Man sagt 300.000 Franken pro Einwohner in der Schweiz. Was meinst du damit? Wann sagt man das? Wenn RTL 2 eine gute Serie am Start hat, zum Beispiel Dexter, warum macht dann deiner Meinung nach der Muttersender RTL nicht Werbung dafür? Tja, weil RTL wo selber die Zuschauer haben will, keine Ahnung. Bei ProSieben und Sat1 ist es ja ab und zu, dass die gegenseitig auch Werbung für sich machen, ne? Bei RTL und RTL 2 eigentlich weniger. So, Wumpi. Wumpi. So, Wumpi. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe es ja eben schon mal versucht, vor einigen Stunden. Da war ich aber nicht zu Hause. Und ich wollte dir auf jeden Fall noch gute Nacht sagen. Ach so. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Hallo? Du wolltest nur gute Nacht sagen. Ich höre dich nicht. Das ist schlecht. Moment. Ich kann dich hören. Du wolltest nur gute Nacht sagen. Ja, jetzt höre ich dich. Warum höre ich dich nicht über meine Boxen? Ich kann dich hören. Du hörst... Du jetzt habe ich die Rückkopplung. Du hörst den Livestream. Schade. Du hörst den Livestream und nicht Skype. Ja, wenn ich den ausmache, müsste ich dich eigentlich auf meinen Boxen liegen haben. Das ist aber momentan nicht der Fall. Ich guck mal eben im Skype. Ja, du kannst ja in der Zeit ein bisschen was erzählen. Es ist schade, das ist... Dann werde ich mal Luigi den Gefallen tun und seine Fragen vorlesen. Luigi. Da, jetzt, ich hab's, pass auf. Okay. Jetzt haben wir das, alles klar. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich auch über die Boxen und kann den Stream ausmachen, ja. Gut. Dann muss Luigi noch warten. Bitte? Dann muss Luigi noch warten. Okay. Ja. Wolltest du denn noch irgendwas darüber hinaus mir gute Nacht zu sagen? Oder wolltest du mir nur gute Nacht sagen? Ja, ich finde es toll, dass du Dexter besprichst. Das habe ich ja jetzt soweit mitbekommen. Dann... Heute Abend hatte ich Wer wird Millionär laufen. Da gibt es jetzt auch eine App für. Stand unten als Werbung eingeblendet. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Schweizer, die anrufen, die sind von der Art her so, dass die einfach langsam reden, oder? Es gibt dieses Klischee, ja, zumindest. Aber dieser Dialekt... Die Schweizer, wenn man ein bisschen langsam sind. Dieser Dialekt, der sorgt automatisch dafür, glaube ich. Das blockt das Gehirn, nee, das blockt die Sprache. Ja, wer weiß, ich will nichts gegen die Schweizer und ihre Banken. Das ist mir egal. Mich ärgern nur die Autobahnen, die bremsen einen so runter. Da darf man in Deutschland noch so schnell fahren und dann muss man da runter auf 120. Das ist natürlich nicht schön. Das ist aber, damit man auch von dem Land was mitbekommt, weil wenn man da so schnell durchfahren würde, wäre man direkt wieder in Italien. Ne? Das wäre ja langweilig. Sag mal, hast du schon mal um richtiges Geld gepokert? Also Bargeld? Nein. Bisher nicht. Nein, nie. Nee. Immer nur so. Immer nur so. Die Veranstaltung, die du da machst, wie laufen die? Wie sind da so die Beteiligungen? Immer so 80, 90 Leute. So an 10 Tischen ungefähr zu Beginn. Ja. Und dann haust du auch immer jedes Mal ein T-Shirt raus und ja. Ja, ja. Kommst du bis zum Ende selbst? Ich scheitere immer in der ersten Stunde meistens.
Aber ich bin meistens auch nur mit einem halben Auge dabei, weil ich irgendwie nebenbei was zu tun habe oder so. Aber es sind auch mittlerweile auch wirklich richtig gute Pokerspieler dabei. Also da kann ich auch nicht mithalten. Das muss ich also klar sagen. So ein guter Pokerspieler bin ich nicht. Ich bin mal zu leichtsinnig. Ja, klar, wenn es nicht um Geld geht und man nur das Spielgeld hat, dann spielt man auch schon ein bisschen leichtsinnig. Ja, eben, wissen, genau. Ich schon verpokert habe. Aber, da wird man schnell arm bei. Was soll's, ne? Tja. Hör mal, eine ganz wichtige, mir persönlich wichtige Sache, bestimmt heute Abend schon besprochen worden, aber sei es drum. Bei Unser Star für Baku gibt es ja diese Live-Tabelle. Ja. Ja, und das ist, ich habe geguckt unter river.de nach Einträgen und habe dann den eigentlich erstmal sehr negativ klingenden Spiegel-Eintrag gefunden. Und ich als Raab-Fan fand die Idee halt genial, weil du animierst die Leute ständig dazu, Geld auszugeben, indem du da anrufst und du hast so eine Art Live-Screenshot, wie die anderen so die Leute finden. Ich finde das interessant. Ich finde auch die Idee super. Ich habe mich gefragt, warum da vorher keiner drauf gekommen ist. Bei anderen Shows, weil diese ganzen Casting-Shows sind ja so ein bisschen abgenudelt. Also jetzt haben wir noch dieses Format The Voice of Germany, wo die sich alle umgedreht haben da. Das war ja auch mal wieder was Neues. Ja. Aber du gibst zumindest zu, dass es auch mit Geldschneiderei zu tun hat. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das macht es ja so genial von der Idee her. Also genial aus der Sicht der Macher, meinst du? Bitte, hier kommt das ein bisschen stockend. Du meinst aus der Sicht einiger Zuschauer, wenn da so 13, 12, 13-jährige, weiß ich nicht, Mädels oder Jungs vom Fernsehen sitzen und da anrufen und Geld raushauen, noch und nöcher, weil die in der Tabelle sehen wollen, dass irgendein Name höher kommt oder so, ist das natürlich sehr schlecht. Klar, ja. Richtig. Ja. Ich fand die Idee trotzdem genial, weil ist was Neues und sag mal so, wie heißt denn das, der ESC, ne? Also Eurovision, also da läuft das ja auch mit Anrufen. Also da wird ja auch der Gewinner gekürt mit den meisten Anrufen. Da ist zwar nicht das mit dem Geld dahinter, aber ja. Also ich fand die Idee genial. Ich weiß nicht, ob du da, wie du das siehst, oder ja. Ja, ich bin eben, ich bin noch etwas im Zweifel. Also mit der Geldschneiderei stört mich halt ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich ein faires Verfahren ist. Entschuldigung. Weil ich glaube, dass viele auch eher aus taktischen Gründen denn bestimmte Nummern vielleicht wählen und gar nicht, weil sie denjenigen wirklich gut oder schlecht finden oder so. Das könnte sein. Ich habe erst spekuliert, der Raab hatte mal erzählt, erstmal A, dass ihm das nur erst 4 Wochen vor der Sendung angefallen ist und B, dass die Techniker sehr lange gebraucht haben, um das umzusetzen, weil es das noch nicht gab. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass man nachfragen muss, wie live und direkt ist denn diese Tabelle? Wie schnell kriegen die das prozentual, wenn man jetzt wirklich, weiß ich nicht, ich hätte anstatt die Prozentzahlen gerne die realen Zahlen daneben, weil wenn man dann könnte man ja sogar hochrechnen, mal 50 Cent, wie viel da an Geld reinkommt. Und ich glaube, das geht ja, locker. Genau deshalb werden die realen Zahlen ja nicht veröffentlicht. Natürlich, das würde den Bildschirm komplett ausfüllen, das geht nicht. Das kommt dazu, das ist, ja. Aber ich habe das nicht, ich konnte das nicht von Anfang bis Ende sehen, weil ich es langweilig fand. Also ich rede im Grunde ja schon wieder, ich habe halt reingeguckt und mir diese Tabelle angeguckt und die Vor- und Nachbesprechungen, wie man das auch immer nennen mag, davon gesehen. Ich schaue das TV total recht unregelmäßig eigentlich und auch diese ganzen anderen Events. Aber ich fand das halt so von der Idee her einfach super. Also deshalb ist Raab halt Raab, ne? Also sich hinzusetzen und sagen, ey, wir müssen ein neues Element, wir haben Geld, wir haben einen Mehrgewinn für die Zuschauer. Also ich fand das super. Mhm. Bei aller Kritik, zuletzt habe ich, glaube ich, im ZAP jetzt am Mittwoch was gehört, dass die da am Klagen sind oder so, also dass sich da einige beschwert haben drüber. Aber das ist ja immer so, wenn was Neues aufkommt, ne? Ja, das war es auch schon dazu. Gut. Ja, es gibt in der Schweiz eine, die Schlumpf heißt. Ja, ne? Haben wir gerade. Die ist Finanzministerin und sie ist zugleich Bundespräsidentin. Haben wir vorhin gelernt.
Interessanterweise ist es ja nur in Deutschland so, dass die Smurfs Schlümpfe heißen. Also überall in den anderen Ländern ist es ja so, dass die halt das Smurfs heißen. Da wird rumgesmurft. Ja? Nur wir Deutschen, wir haben das dann wieder eingedeutscht, so wie wir auch alle Filme übersetzen und nennen die dann halt Schlümpfe. Also vielleicht Österreich, Schweiz auch noch, ich weiß nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, in den Niederlanden und auch drumherum in Frankreich und so sind das überall Smurfs. Tja. Habe ich mir sagen lassen. Na, ich kann mir vorstellen, dass in Frankreich, dass sie auch einen französischen Namen dafür haben. Die ja, man müsste es wirklich vielleicht mal googeln oder so. Ja. In Frankreich heißen die Strumpf. Strumpf. Schreibt gerade einer. Ja gut, okay. Ob das Strumpf, weiß ich nicht. Namen. Dann lag ich mit meiner Theorie nicht. Lüstrumpf oder so. Aha, alles klar. Strumpf. Na gut. Und, ja. Ja. Okay, ja, das war's schon. Ich könnte jetzt noch auf den einen. Ich saß hier so eben vor und dachte, ach, man wird ja manchmal gern dazwischen springen. Der eine, der vorletzte Schweizer, der dann so über Kennedy und über Verschwörungstheorien gesprochen hat und dann auch in einer Geschwindigkeit, wo man sagt, ja, Junge, komm zur Sache. Ja, also sympathisch ohne Frage, aber es ist halt dann sehr, sehr anstrengend und so weiter. Und die Sachen mit Kennedy und Dingens. Das Problem ist, man hat sich da ja selbst irgendwann mal drüber Gedanken gemacht und wird am liebsten reinspringen und sagen, hör mal, das war so und so. Aber ich will das jetzt nicht nochmal extra aufrollen. Lassen wir das. Ist auch zu spät. Ich glaube auch. Ja, ja. Okay, also in dem Sinne, ich freue mich auf die Sache mit Ranga Yogeshwar. Ja. Und hoffe, dass Domian die Sache das nicht absagt. Nein, das doch nicht. Und bin mal auf das Ehepaar gespannt, was du für, ist das schon für die nächste Sendung oder so? Ja, ja, für die nächste Sendung, genau. Jetzt kommende Folge, die wann rauskommt? Mitte nächster Woche. Das ist ja rechtzeitig, das ist ja wunderbar. Ja dann, toi 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 und weiterhin viel Erfolg, ne? Alles klar, danke. Okay, gut, ciao. Tschüss. So. Luigi, bist du noch da? Soll ich deine Fragen jetzt beantworten? So. Was habe ich denn noch von den Fragen noch nicht beantwortet? Was ist dir lieber, Döner oder Pizza? Pizza. Willst du nicht den Werbeanteil erhöhen, um etwas mehr Geld zu verdienen? Nee, noch mehr weiter erhöhen, glaube ich. Dann wird es langsam auch aufdringlich dem Zuschauer gegenüber. Nö, das ist schon so gut. Bist du von deinen Fans mittlerweile genervt? Nein. Kannst du nicht deine Nummer wieder irgendwo eintragen, damit die dich wieder anrufen? Nee, es reicht mir langsam auch. Wann kommt Bastian Pastewka zu FKTV? Weiß ich nicht. Ist bisher nicht kein Thema gewesen. Was denkst du darüber, dass Frank Plasberg über Sarrazin über 3 Sendungen gemacht hat und über die Nazimorde keine einzige Sendung gemacht hat? War das so? Keine Ahnung. Ich wundere mich überhaupt bei Plasberg, dass er in letzter Zeit hat er ja wirklich solche blöden Themen teilweise. Diäten und Vaterfreuden und wo trifft denn da Politik auf Wirklichkeit, frage ich mich, ne? Genau, stattdessen hat Plasberg mehrere Mal über das Älterwerden und die Ernährung diskutiert. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also die Sendung ist sowas von unpolitisch geworden. Das ist richtig. So, und das waren die ganzen Fragen, oder was? Meinstens Kinder, Luigi. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet. So. Viele sind mittlerweile schon raus. Was sagst du zum Nokia-Nebel? Meinst du jetzt, was ist Nokia-Nebel? Die Geschichte mit diesem Product Placement, ist es das? Was haben wir denn hier? M. Hallo M. Hallo. Hier ist 007. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ich mal mit dir sprechen kann. Ja. Ja, ich bin gerade bei meiner Facharbeit. Da dachte ich, rufe ich mal an. Kurze Pause. Mitten in der Nacht. Facharbeit worüber? Ja, über den Vulkanausbruch auf den Kanaren, der gerade läuft. Ah ja.
Ja, schön interessant. Der läuft zurzeit? Der läuft zurzeit, ja, seit dem 10. Oktober. Ich war also im Sommer, habe ich da Urlaub gemacht und dann, ja. Und dann direkt eine Facharbeit gleich verfasst? Ja, wir müssen eine Facharbeit schreiben, ich gehe ja noch zur Schule. Ach so, ach so. Ich bin der Erste, der in diesem Turbo-Abi-Dings-Jahrgang da ist. Ja. Und ja, dieses Jahr müssen wir eine Facharbeit schreiben. Und da habe ich Erdkunde gekriegt und da dachte ich, schreibe ich doch mal darüber. Das interessiert okay. mich und ja, macht Spaß. Mitten in der ja. Nacht. Nicht schlecht. Hast du ja. auch ungewöhnliche Arbeitszeiten offenbar. Ja, ich kann da besser arbeiten. Also je später, desto besser. Ja, und sonst sowas, was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte dir nochmal, was ich so heute in der Schule erlebt habe, beziehungsweise gestern war es ja, auch zu diesen Scripted Reality Sendungen. Also es ist wirklich unfassbar. Selbst die Lehrer teilweise, also es ist wirklich überall, ob es jetzt in der Pause ist, als ich in den Klassenraum gekommen ist, es ist überall Gesprächsthema Nummer 1. Die einen sprechen in Gruppen über, was weiß ich, Sendungen wie Mitten im Leben, dann sprechen die einen über Schwiegertochter gesucht und so, es ist unfassbar. Und ich bin im Prinzip der Einzige, der da nicht mitreden kann, weil ich mir sowas nicht angucke. Ich sehe halt immer nur die ganzen Szenen, die du da mal in deinem Magazin zeigst. Also es ist unfassbar. Das ist ja schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Und was ich jetzt, die Freundin von meinem Vater, die ist Lehrerin am Gymnasium, nicht weit von mir entfernt. Und die ist auch eigentlich, die guckt nur öffentlich-rechtliche Sender. Und selbst bei denen im Lehrerzimmer, hat sie mir erzählt, ist es so, dass die nur noch über solche Sendungen sprechen, also vornehmlich die jungen Lehrer. Und nur deswegen, damit sie da mitreden kann, guckt sie sich jetzt diese ganze Sendung an. Dschungelcamp hängt sie jetzt den ganzen Abend vor und also ist wirklich unfassbar. Meine Güte. Ja, es ist schlimm. Hast ja einen schweren Stand. Ich habe einen schweren Stand, ja. So ist es. Und versuchst du dann auch irgendwie gegen anzuarbeiten, die Leute zu überzeugen oder... Hast du es aufgegeben? Nö, ich versuch's, immer. Aber, ja, ich meine, das Schlimme ist ja, die meisten, die wissen ja im Prinzip auch, das ist natürlich alles gestellt, das ist fake, aber denen ist es halt nicht so richtig bewusst, ja, was die Sender eigentlich mit den Protagonisten, sag ich mal, anstellen. Also das ist ja wirklich teilweise, ich sag mal, so bei Sendungen wie Schwer verliebt, das ist ja wirklich, geht ja in Richtung Menschenrechtsverletzung, finde ich persönlich. Hm. Und das machen die sich meistens gar nicht bewusst wirklich. Ja, das ist richtig. Finde ich schlimm. Ja, das stimmt. Ja, und was ich dir auch noch sagen wollte, eine Bekannte von uns, die arbeitet für RTL und die ist also dabei bei diesen ganzen Produktionen wie Schwiegertochter gesucht, hat sie mitproduziert und das ist also die Freundin von Bekannten von uns, die hat uns das an Weihnachten erzählt. Und die hat mal so ein paar CDs mitgebracht, wo sie halt so ein paar Szenen hatte, die sie sich ja wohl angeguckt haben, die rausgeschnitten wurden. Und er sagt auch, also was er da teilweise gesehen hat, ist schon unfassbar. Und ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob er mir das nicht vielleicht mal besorgen kann, ob ich vielleicht mit der sprechen kann, dass ich vielleicht mal mit der sprechen kann, weil die natürlich weiß, was da hinter den Kulissen so abläuft. Und vielleicht hat die auch noch so ein paar, weiß nicht, interessante Sachen. Dann könnte ich dir auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. Ja, gerne, klar. Wenn Interesse dran hättest. Natürlich, immer. Ja. Das wär's doch eigentlich schon. Okay. Dann freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja, danke. Ich auch. Viel Erfolg noch dabei bei der Bekämpfung von diesen ganzen, von RTL und so weiter. Ja. Ich hoffe mal, das wird nochmal irgendwann was. Wir werden's sehen. Mach's ja, gut. Dann danke ich dir, ne? Okay, ciao. Ciao. So. Ach, T. Paradise ist weg. Eben wollte er mich noch erreichen. Über Skype, habe ich gesehen. Tja.
Bist du inzwischen dazu gekommen, dir mal Dexter anzuschauen? Hast du sonst in letzter Zeit irgendwelche aktuellen Serien gesehen? Ich bin mir gerade dabei, mir Dexter anzuschauen. Ich bin in der zweiten Staffel. Mitten in der zweiten Staffel bin ich zurzeit. Sonst andere Serien in letzter Zeit? Nö. Eigentlich nicht. Kennst du den Film Der Killer von Wien? Nee. Ich verstehe nicht, der Fuchs, was du mir damit sagen willst, mit dem Satz. Man sagt 300.000 Franken im Durchschnitt pro Einwohner bei uns. Was? Was heißt das? Einkommen oder was? Jahreseinkommen oder? Oder was? Schuldenberg, oder? Ich verstehe den Zusammenhang des Satzes nicht. Hast du jemals einen Film der Vomit Gore Trilogy gesehen? Wüsste ich nicht. Sagt mir nix. Hast du inzwischen The Big Bang Theory geguckt? Ja, ist nicht mein Humor. Was meinst du zur Pleite von Schlecker? Joa, hat halt einen schlechten Ruf der Laden. Ich gehe da auch nicht rein. Diese ganzen Abhöraktionen da und so. Und vor allem, der hat es ja auch geschafft, dass er seine Mitarbeiter komplett demotiviert hat. Die haben ja keinen Bock zu arbeiten. Bei den Zuständen da. So macht man halt einen Konzern kaputt, ne? Das Top-10-Ranking der schrecklichsten Männer und Frauen im deutschen TV hat bald sein 5-jähriges. Meinst du nicht, es wäre mal wieder Zeit für ein Update? Ja, könnte man drüber nachdenken. Macht mal gern Vorschläge. Wer sind aktuell die schrecklichsten Männer und Frauen im Fernsehen? Schreibt es mal ins Forum, sammelt mal ein bisschen und dann schaue ich mal. Hast du schon mal von der Serie Spartacus Blood and Sand gehört? Nein, habe ich noch nicht. Glaubst du, dass in 20 Jahren Menschen im Fernsehen nicht nur vorgeführt werden, sondern auch zum Beispiel gegeneinander kämpfen müssen um Geld oder sowas? Wie bei Battle Royale? Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt immer noch so eine Art Selbstmechanismus oder dass es irgendwann eine bestimmte Grenze überschritten ist und dass man die nicht überschreitet. Aber man weiß es nicht. Wenn die Leute weiter verblöden und weiter abstumpfen? Ich weiß es nicht. So, was läuft denn hier im Fernsehen? Läuft gar nichts, ne? Das sagt mir alles nichts. Welche YouTube schaust du regelmäßig? Ja, regelmäßig. Filmkritik TV, Dark Victory, Daily Knödel, DVD-Kritik, Klaus Kauka. Kommt was zu der Werbung mit Vera in Wien? Was soll man groß dazu machen? Diese Activia-Werbung da, ne? Ich wüsste nicht, was ich dazu machen soll. Spricht er für sich? Hast du den aktuellen Kinofilm aus Frankreich Ziemlich beste Freunde gesehen? Nee. Den habe ich nicht gesehen. Nur davon gehört. Ach, Vermögen pro Kopf. 300.000 Franken.
Okay, ja gut, aber das ist ja immer, der Durchschnitt sagt ja im Grunde genommen gar nichts aus. Ne? Es gibt auf der einen Seite die Superreichen und auf der anderen Seite die armen Säcke. Und die haben im Durchschnitt dann eben 300.000 Franken. Ne? Das ist natürlich völlig sinnlos, die Zahl. Was ist dein Lieblingsland außer Deutschland? Lieblingsland. Ja, unter welchem Aspekt jetzt? Die Menschen oder die Landschaft? Also rein von der Landschaft her und von den Möglichkeiten her, die man da bekommt, sind die USA natürlich toll, aber dafür passen mir die USA in vielen Punkten politisch natürlich nicht. Ja, ich rede jetzt nur von den Möglichkeiten, also New York als Stadt und dann wiederum auch der Grand Canyon und so, Las Vegas, davon rede ich jetzt nur. Hollywood, genau. Ich bin so weit unten, weil ich langsam zusammensacke. Es kommt langsam die Müdigkeit. Also so lange, glaube ich, mache ich heute nicht mehr. Langsam bin ich irgendwie auch durch. T. Paris ist wieder da. Ja, dann ruf mal an. Du wolltest doch hier schon mal anrufen. Klingel mal durch. Ich möchte noch ein paar sinnlose Gespräche führen. Kennst du die Filmanalyse auf YouTube? Heißt der Kanal auch so, Filmanalyse? Weiß nicht genau, ob ich das kenne. Du hast doch vorhin schon mal probiert, T. Paris mich anzurufen. Hab ich doch gesehen über Skype. Da wolltest du ja auch irgendwas von mir. Dann eben nicht. Dann lass es bleiben. Hast du schon einen Termin für den nächsten Live-Talk? Nee, weiß ich noch nicht. Irgendwann Mitte, Ende Februar wird das dann wohl sein. ...220 Leute sind noch dabei. Meine Güte. Ja, Leute, so langsam ist hier die Luft raus, wa? Es kommt nichts mehr. Ihr wisst nicht mehr, was ihr fragen sollt, ne?
Nee, genau. Können wir auch Schluss machen. Kein Problem. Bin auch müde. Muss noch 2 Stunden Zeit verschwenden. Naja, nee, ist klar. Ja, wenn sogar du müde bist, T. Paris, das will ja schon was heißen. Ja, die Uhr ist kaputt, genau. Das fällt dir ja früh auf. Ach so. Okay, also ich würde mal sagen, dann mache ich jetzt mal Feierabend. Ist ja auch mittlerweile 3:30. Es hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder irgendwann Mitte, Ende Februar zum nächsten Live-Talk. Und kommende Woche mit Folge 85. Und vorher noch mit der Postecke. Und so weiter. Also, ihr werdet mich nicht los. Tschüss.